Die Familie wurde nicht ausgesiedelt, damit man das von außen nicht so beurteilen konnte, dass das ein Rüstungsbetrieb ist. Also das heißt, wir waren jeden Tag vom frühen Morgen bis zum späten Abend mit den Häftlingen und ihren Problemen konfrontiert. Die Häftlinge haben halt versucht, auch irgendwo noch als Lebenszeichen sozusagen jemanden zu finden, mit dem sie ein paar Worte wechseln konnten. Also der Versuch war gegenseitig da, aber es hat sich keine längere Kontaktmöglichkeit ergeben, weil die Häftlinge leider entweder nicht so lang gelebt haben oder dann wieder in ein anderes Lager gekommen sind. Also ich kann mich an keinen Häftling erinnern, den ich vielleicht mehr als 4, 5, 6 Wochen lang also gesehen habe oder mit dem also Worte gewechselt wurden. Der Kartoffelkeller war direkt in einem Nebenstollen und die Häftlinge haben entdeckt, dass man diesen Kartoffelkeller auch von der Rückseite betreten kann und sie haben, weil sie unterernährt war, dann rohe Kartoffel herausgeholt und vermutlich gleich gegessen. Und das hat dazu geführt, dass wir dann als Kinder von der Mutter herumgeschickt wurden, um Kartoffeln von anderen Besitzern zu holen, ohne dass es aufgefallen wäre, damit wir den Vorrat immer wieder ergänzen konnten. Und so haben wir wahrscheinlich eine Anzahl von Häftlingen indirekt praktisch mit Kartoffeln versorgt. Ein beliebtes Spiel war, dass so ein Bewacher irgendeinen Gegenstand genommen hat, einen Apfel oder auch was anderes, und hat ihn außerhalb der Postenkette geworfen und einen Häftling dann dazu aufgefordert, diesen Apfel oder diesen Gegenstand zu holen. Und der Häftling wusste, dass das ein Todesurteil war, denn wenn er nicht gegangen ist, wurde er wegen Gefehlsverweigerung erschossen. Und wenn er gegangen ist, wurde er auf der Flucht erschossen. Es hat ein Häftling von einem Pflaumenbaum Blätter heruntergerissen und gegessen. Er wurde dann an Ort und Stelle wegen Beschädigung deutschen Eigentums erschlagen. Und meine Mutter hat protestiert, sie ist dazugekommen zu der Geschichte, weil der Zwetschgenbaum hat ja ihr gehört. Und sie war der Meinung, das ist ja kein Problem, wenn jemand ein paar Blätter isst. Sie wurde sofort verhaftet, weil sie über den Vorfall berichtet hat. Nur man hat sie dann wieder freigelassen, weil sie ja zwei Kinder hatte und sie war auch die Milchlieferantin des Lagerkommandanten, also dem wäre die Milchlieferantin auch abhanden gekommen. Und man hat natürlich gedroht. Und als Erpressung wurde ich dann, damals war ich etwas mehr als 10 Jahre alt, also zur Exekution geholt, damit die Mutter schweigt. Und das hat funktioniert. Meine Mutter hat dann nie mehr darüber gesprochen. Es war für mich persönlich sehr dramatisch. Vor allem die ersten 3, 4 Mal war das jedes Mal ein Schock. Nur irgendwann habe ich mich dann abgekapselt, weil ich ja wusste, wenn ich geholt werde, dass wieder was passiert. Und bin halt dann eher zum Einzelgänger geworden. In dem Alter spielt man einmal mit anderen Gleichaltrigen. Ich habe mich dann eher auf Bücher zurückgezogen und war, wie gesagt, sehr viel allein und habe das dann irgendwie versucht zu kompensieren. Ich habe angefangen, über meine Erlebnisse zu schreiben und das war für mich dann ein gewisser Ausgleich. Wenn ich selbst oder mein System Probleme hat, dann zeige ich auf andere und sage, die sind schuld, weil sie anders aussehen, weil sie eine andere Sprache sprechen oder weil sie einfach anders sind. Und weil die Menschen Angst haben vor allem, was sie nicht kennen. Die Methode hat immer funktioniert und funktioniert leider heute auch noch. Und das war mir ein Anliegen, also zu sagen, schaffen wir keine Feindbilder und nehmen wir die Menschen so, wie sie sind.